Ich markiere jetzt eine Königin, die dann auch gleich in den Versand geht. Und das ist übrigens die Tochter von diesem schönen Bienenvolk, wo ich hier immer in der Homehive-Tutorial-Playliste laufen habe. Da habt ihr das ja highlife gesehen, wie ich hier tatsächlich die Weißelzellen hier in dieses Kästchen eingeimpft habe. Hier steht ja auch Mutter Hybrid Gelb 9. Und jetzt geht es darum, dass wir die Königin hier erstmal finden, weil die hat ja jetzt noch gar keinen Punkt. Das heißt, wir gucken halt erstmal unten durch und hoffen dann, dass wir so schnell wie möglich die Königin finden, bevor die Post zumacht. Aber das kriegen wir schon hin irgendwie. Da haben wir ein bisschen Wildbau gemacht. Da kümmere ich mich nachher drum um das Wachs. So, jetzt brauchen wir eigentlich nur diesen einen Glückstriff. Aber den hat man ganz selten. Dass man sozusagen eine Wabe zieht und sofort die Königin auf dem Finger laufen hat. Also prinzipiell kann die Königin bei gerade speziell diesen kleinen Kisten, die kann halt überall sein. Das heißt, wir können als Mensch nicht wirklich sehen. Sozusagen, wenn wir das Bienenvolk öffnen, wir wissen nicht, wo die Königin langläuft. Also man kann natürlich so grob sagen, dass die Königin nur dort ist, wo sie auch ihren Job zu tun hat. Und das sind ja bekanntlicherweise nur die Brutwaben. Und auf einer verdeckelten Brutwabe kann die Königin ja nicht viel machen. Da hat sie schon ihren Job getan. Und genauso wenig auf Honigwaben und Pollenwaben. Da macht es auch nicht wirklich Sinn, nach einer Königin zu suchen. Das heißt, ein bisschen eingrenzen kann man das schon, wo die Königin sitzt. Aber so ganz genau wissen tun wir es halt nicht. Und eben speziell in diesen kleinen Kisten, wo ja die Miniaturvölker drin sitzen, auch da ist es ja prinzipiell möglich, dass die Königin auf jeder Wabe sitzt. Dieses kleine Minivolk gefällt mir richtig gut. Die Königin legt hier auch schon ganz fleißig ihre Eier und Stifte rein. Die legt hier auch schon etwas länger. Und ihr seht ja, da unten war es ja schon mal nicht. Dann gucken wir jetzt da oben rein. Ja, das sollte dann mal korrigieren, die ganzen Waben. Das mache ich jetzt heute allerdings nicht. Komm schon. Ja, hier war es auch nicht drauf. Die Königin kann übrigens auch mal am Rand lang laufen. Hier habe ich sie jetzt auch nicht gehabt. Also wahrscheinlich ist es so wie ganz oft dann die allerletzte Wabe, die man aufmacht, da hockt sie dann. Da denkt man sich dann, warum hat man nicht gleich die Wabe gezogen? Ja, das wird genau darauf rauslaufen. Na, ich sage ja, also das nächste Mal ziehe ich dann doch halt gleich als erstes die Wabe. Eine wunderschöne Königin. Ein Ligustica-Hybrid. Ich glaube auch genau so, wie sich der Kunde wünscht. Jetzt ist die Königin nur gerade hier weggeflogen. Da muss man aufpassen. Komm her, Mädel. Oh, die war Pflücke. Also, hat gerade beinahe einen Abstarter gemacht. Das liegt daran übrigens, also das, was ich jetzt gesehen habe, das passiert mir vielleicht von 1000 Königinnen dann doch zweimal. Also die Ausfallrate ist da äußerst gering bei mir, aber der Punkt, warum jetzt überhaupt sowas passiert ist, ich greife die Königin niemals mit zwei Fingern, wie ich jetzt zum Beispiel so eine Biene schnappen würde. Eine Biene kann man ja einfach mal so schnappen, zack, und überhaupt kein Thema. Aber das würde ich mit einer Königin tatsächlich nicht tun. Da habe ich tatsächlich schlechte Erfahrungen und auch schlicht gesagt einfach zu viel Angst, dass der Königin da irgendwas passieren könnte, auch wenn ich die ganz, ganz vorsichtig greife. Und deswegen mache ich immer diese Methode, die Königin in meinen Fingern nur sozusagen einzukesseln und der Königin somit die Möglichkeit zu geben, dass die einfach laufen kann auf die Hand. Und wenn sie einmal in der Handfläche drin einläuft, dann kann ich die Königin
hier in der Faust halten, natürlich im Hohlraum. Und die Königin läuft immer nach oben. Dann hat er einen Finger drauf. Ja? Man hat gesehen, wie die Königin das sofort hochfetzt. Was ist denn das hier für ein nervöses Tier? Ja, unglaublich. Die hat wohl damit nicht gerechnet, dass die jetzt einen Punkt bekommt. Ich habe mir hier schon alles vorgerichtet. Kleber ist da. Wir haben den Punkt schon auf dem Tisch. Und genau, jetzt verstehe ich vielleicht gerade mal die Kamera. Dass ihr da auch wirklich gut hingucken könnt. Seht ihr das alles hier? Ja, ich glaube nicht. Ne, vielleicht noch ein bisschen hoch. Ja, ich denke, das ist doch eine gute Position. Also, der Trick ist, die Königin muss jetzt erstmal wieder raus. Ihr habt gesehen, ich habe sie in die Handfläche geschüttelt. Und auch hier nutze ich wieder den Trick, dass die Königin immer nach oben kommt. Und man hat immer nur diese eine halbe Sekunde, die Königin richtig zu packen. Und dann möchte ich, dass die mir hier in meinen Griff gemütlich reinläuft. Und über viele Jahre hat man natürlich auch dieses filigrane Gefühl dann entwickelt, dass man die Königin so festhält, dass sie jetzt nicht einen Abgang macht, aber eben auch so sachte hält, dass dem Tier nichts passieren kann. So, dann bekommt die hier einen kleinen Kleberpunkt auf den Rücken. Mit der anderen Seite vom Zahnstocher nehme ich jetzt mit etwas Spucke den Punkt. Und dann wird er lediglich sachte, aber bestimmt angedrückt auf die Mitte vom Thorax natürlich. Und jetzt ist halt wichtig, die Königin im freien Fall da reinplumpsen zu lassen. Super gut, das haben wir schon geschafft. Des Weiteren ist natürlich wichtig, dass man jetzt die Königin, falls man sie wieder zurück ins Bienenvolk setzen möchte, auf gar keinen Fall sofort rauslässt aus ihrem Käfig, weil sie riecht jetzt fremd. Und zwar fremd nach Kleber. Das könnte da einmal dazu führen, dass die Bienen die Königin einfach abstechen. Und in der zweiten Variante könnte es dazu führen, dass unsere Aktion damit gescheitert ist, weil der Kleber ist ja die nächsten Minuten noch ein bisschen weich und die Biene würden den einfach runterreißen von der Königin. Die Königin wird übrigens gleich umgesetzt und zwar in so eine Zusatzkäfig. In den Zusatzkäfig kommt jetzt hier noch der Zuckerteig rein und ein paar Begleitbienen. Ich weiß gar nicht, wohin die geht, aber auf jeden Fall nicht nach Baden-Württemberg. Die hat jetzt eine kleine Reise hinter sich. Die wird auch mit Express versendet, dass die gut ankommt. So, ihr seht, ich nehme da einfach nur Zuckerteig mit dem Finger rein. Dann ein bisschen reingedrückt. Das hier machen wir wieder weg, das war zu viel. Dann schiebt man das Ding erstmal wieder zu. Jawohl, ja. Und ganz am Ende wickle ich da nochmal Tesafilm außenrum, weil ich diesen Käfigen nie so ganz traue. Nicht, dass der beim Transport dann doch aufplatzt. Die Begleitbienen kann ich übrigens schon mal reintun. Und was Begleitbienen angeht, ist ja einmal sinnig, Jungbienen zu nehmen. Dann nehmen wir doch gerade vielleicht die Gruppe. Die haben wir übrigens tatsächlich übersehen, dass da überhaupt Jungbienen gerade da waren. Gut, dass ich nochmal hergekommen bin, weil Jungbienen sind ja bekanntlich auch keine Flugbienen. Das hier zum Beispiel ist eine Stockbiene, die hätte es schwierig gehabt, hier wieder zurückzufinden, so ein Bienenvolk. Also haben wir hier schon mal ein paar Bienchen drin, aber ich hätte ganz gerne noch tatsächlich eine Biene, die hier gerade am Honig gesaugt hat. Ja, die da hier, die tut doch gerade so, wenn sie Honig saugt. Dann stopfen wir die auch hier rein. Ja, du bleibst drin. Du bitte auch. Nicht rauskommen. Rein mit euch. Rein. Ja, ich weiß. Na gut, die hat mich jetzt gestochen. Dann kann man die gleich wieder rausholen. So, da haben wir nochmal eine, die gesaugt hat. Kommt die auch hier rein. Komm, rein mit dir. Dass die mich jetzt gerade übrigens erwischt hat mit einem Stachel, war nur daran, dass ich hier gerade nasse Finger hatte. So, saugt gerade eine. Die hier hat gerade gesaugt.
So ein Meerbegleitbienen würde ich jetzt. Aber ich sage mal, also das hier ging jetzt alles schief. Mich haben jetzt hier zwei Bienen gestochen. Ich schüttel die jetzt alle wieder raus, weil wir wollen hier keine stachellosen Bienen drin haben. Und dann machen wir das ganze Spiel halt gerade nochmal von vorne. Also ein guter Tipp für euch, geht niemals mit nassen Fingern zu eurem Bienenvolk hin, weil die Stachel, also wenn ihr eine Biene nur kurzzeitig krumm haltet, dann hakt halt der Stachel wirklich bei einem leicht nassen Finger, der Stachel hakt da sofort ein. Deswegen war das jetzt tatsächlich mein komplett eigenes Verschulden. Bitte ich hier auf dem Video zu entschuldigen, aber ich finde es eigentlich auch nicht schlecht, wenn ich hier mal ein paar Fehler zeige, weil so gibt es euch die Möglichkeit, eben sich da auch ein Negativbeispiel zu holen und das dann natürlich selbst besser zu machen. So, und komm, die nehmen wir auch nochmal. Ja, komm her. Eine Jungbiene wäre noch ganz toll. Die habe ich hier auf der Wabe jetzt gar nicht gesehen. Nehmen wir vielleicht die Wabe nochmal. Gucken, ob wir da eine schöne Jungbiene reinkriegen. Ja. Die jungen Bienen finde ich deswegen wichtig in so einer Käfig, weil die natürlich auch die Eigenschaft haben, die Königin besser verpflegen zu können wie Altbienen. Man sollte in so einen Zusatzkäfig jetzt allerdings auch nicht zu viele Bienen reinmachen. Also ich war da jetzt schon sehr spendabel mit Bienen. Wenn man zu viele rein macht, dann kann das natürlich auch zu mehr Panik führen. So, machen wir da wieder zu. Und die Königin lassen wir gleich hier reinlaufen. Dann kommt hier nochmal ein Tesafilm außenrum und dann geht das ganze Ding in den Versand. Und so macht man den Punkt auf eine Königin. Ciao, bis zum nächsten Video.